Snake, Zadornov has disappeared from his cell. What? You're kidding, right? Afraid not. You got a new mission. Find Zadornov. So, okay, ich hoffe, ihr könnt da noch ein ganz klein bisschen mitkriegen dabei jetzt. Toll. Ja, ich glaube, der Anfang hat gefehlt, ne? Also, Zadornov ist das dritte Mal jetzt uns entschwunden. Und, das ist übrigens eine A-Agentin und die hat, 2500 GMP plus. Ist auch Hammer. Okay, da wir gerade die Motherbase haben, so sieht sie jetzt aus. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Anlagen mit der Landebahn und so weiter. Und ja, dann fehlen jetzt halt noch 8. Die kriegen wir aber auch noch voll. So, okay, hier ist nix. Und ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ha. Okay, dann suchen wir jetzt mal eben Zadornov. Das dritte Mal. Dann fehlen jetzt noch 4 Mal. Das dritte Mal. Ach Gott, was ist denn das für eine Musik? Zadornov 3, Selva de la Leche. Irgendwas mit mir. Snake, Zadornov's disappeared from his cell again. Find him! Ja, klar, ich meine, irgendwie bringt das ein schlechtes Bild auf uns, oder? Stealth! Wenn uns ein Gefangener so oft entwischen kann. Find Zadornov and bring him back here with Fulton Recovery. Oh Gott, das sieht irgendwie voll Gubbel aus, ganz ehrlich. Nein. Hier ist jemand. Bei der Mission muss man auch aufpassen, er kann nämlich eigentlich überall sein. Somebody there? Period. Hier ist keiner. Da ist noch einer. So, und irgendwie einmal das letzte Mal, als ich hier war, war er da rechts bei diesem komischen verformten S oder was auch immer das sein soll. Hatte sich halt in einem Baum versteckt. So, hier unten steht keiner, dann können wir ja schon mal lang. Nothing here. Here he is! Boah, scheiße, seinen Kopf überhaupt nicht gesehen. Wir einfach hier lang. Jetzt Katarata. Okay, da ist ein Gefangener, mal gucken. B-Rang, oh Gott sei Dank, ey. Okay, ich glaube, diese Mission wird jetzt etwas öfter spielen, um halt Forschungsrang ein bisschen auch zu leveln. Fulton Recovery Helicopter is complete. Okay, dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter hier. Wo könnte er sein? Is somebody there? Huh, nothing. So.
Ja, weil hier nicht irgendwo ist. Okay, dann ist anscheinend nirgendwo hier. Können wir auch mal eben weitergehen. Natürlich können wir nicht ins KI-Labor, Mann. Is somebody there? Hier ist niemand. Ich glaube, haben wir schon gesagt, oder? Ja. Is somebody there? Nothing. Verdammt, wo ist der? Wäre das jetzt hier? Da ist er. Is somebody there? Huh, nothing. He's here. Okay, hier ist gar keiner. Aber da bist du zu Donov. Try using Fulton Recovery on him. Okay, you're done with that area. Head for the goal. Ah, toll, das war ja gleich da. So, dann mal ab nach Hause. Hast du gesagt, liebe Cake? Piece of Cake? Okay. Nee, ach Mann. Ha, alles noch okay, gut. Right. Ein Gefangener. Kartonbombe, das klingt ziemlich scheiße. Found our friend, Kaz. Damn it! And I was so close. Great! Good work, Snake! Kommen immer irgendwie so Fragen wie, Alter, wie lange oder wie oft passiert denn das jetzt nochmal? Ganz ehrlich, ich meine. Was ist denn das F&E-Team? Ach ja, genau. Neue Scheiße zu entwickeln. Great Dane. Ah. Toller Spitzname. Ja, klar, also Dornhoff ist schon wieder drin. Okay, dann kommen die halt alle eben ins F&E-Team. So, das haben wir auch mit 3. Papppanzer, okay, das, da fällt gleich wahrscheinlich ein bisschen was weg. Nein. You're fired! Gucken, okay, der hat Rang D. Dann müssen wir doch irgendwie auf der Krankenstation. Echt nur 50? Okay. So, nochmal gucken, ob es was zum Rekrutieren gibt. Okay, das liegt daran, dass wir vorhin schon welche rekrutiert haben. Ja. So, dann mal eben kurz bei Metal Gear. Ach übrigens, wichtig ist, wenn ihr in Metal Gear habt und so weit seid wie wir jetzt, dann würde ich empfehlen,
Von jeder Sorte immer eins in Reserve zu haben. Ihr wisst später auch warum. In ungefähr. Warte mal, das wäre jetzt drei. In ungefähr 5-6 Parts wisst ihr dann auch warum. Schon irgendwie. Ja, okay, vom Kopf. Da holt man das am besten von der Pupa. Und zerstört nix. Oder zerstört alles, bloß den Kopf so gut wie unangetouched lassen. Und mit optionalen Teilen halt auch alles weglassen, bis auf die Railgun. Ansonsten könnt ihr die ganz letzte Mission nicht machen. So, okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich dabei auch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.